Hallo und willkommen zu Hearthstone und zum dieswöchigen Kartenkurs. Ja, wir befinden uns in Woche 53, 54? Ja, irgendwie so. Ja, okay. Also ist das jetzt schon, sind jetzt über ein Jahr rum und wir haben eine Wiederholung. beginnt das Spiel mit 10 Mana und tobt euch aus. Und wie immer gibt es ein Klassik-Kartenpack. Ja, das hatten wir schon mal. Das heißt Legendary Extraganza. Ich würde mal sagen Warlock. Ja, es ist ein Scheißkartenchaos, ganz ehrlich gesagt. Da werden wir natürlich die üblichen, ja. Denn natürlich Alexstrasza. Wo ist die gute Blindfisch? Ach da. So, Alex, Raggi, Katie, Blut. Wen nehmen wir denn noch mit? Der glitschige Ah. Jo. 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 So, warte mal, dann brauchen wir noch Manipulatoren für das Blut. Zwei BGHs. Zwei Healbots. Vielleicht Brechlinge? So. Vielleicht, ja, Removal. Was können wir großartig an Removal mitnehmen? Vielleicht zwei Pose. Rafan auf jeden Fall. Ja, den Paddler können wir, glaube ich, auch mitnehmen. Schrecken der Leere. Packen wir vielleicht lieber noch eine Legendary dafür ein. Aber hier Schattenfanger ist, denke ich mal, auch nicht schlecht. Ja. Also Ziel ist eigentlich, Alexstrasza zu ziehen und den in den nächsten zwei Runden kabumm zu machen. Da wäre wahrscheinlich Leeroy auch nicht schlecht. Moment. Machen wir vielleicht einen wirbelnden Nether weniger und packen Leeroy noch mit rein. Warte mal, wir könnten vielleicht nochmal Azurdrachen weniger machen. Machen wir noch einen Hogger rein. Und vielleicht auch das eine Healbot und eine Justikarin. Hä, bin ich blind? Oder kostet der bloß. Ach, der kostet plus 5. Schon so lange kein Leeroy mehr gespielt. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Tatsache, ja. 5 Mana. So, ja, dann schauen wir mal, wie das klappt. Ja, es ist eigentlich wieder bloß ein Cancer-Kartenchaos. Das hätte man quasi direkt nach Release spielen sollen, wo dann die Leute da noch nicht wieder ja, den Standardmist alles ausgegraben hätten, so wie wir quasi. Was ein Spaß.
So, dann können wir vielleicht auch nebenbei mal nachgucken, wie oft wir das hatten. Aber ich glaube, Sonnenbrunnen hat man noch nicht so oft. Ich könnte das zweite oder dritte Mal sein. Gegen Gul'dan. Oh yeah. Eure Seele wird mir gehören. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ja. Lassen wir das. Nee, schauen wir mal nach Alexstrasse. Keine Alexstrasse. So. Psst. Wir sind Zweiter, das ist sehr toll. Ich träume und die Welt erzittert. Hm. Oh, hallo. Yo. So. Heart of the Sun, where? Er hat auch ein Faceless. Na Mensch. Okay. Gut, dann wird's glaube ich Zeit, dass wir hier mal Schaden ins reinbringen. Können wir seine Elektrasa wieder zurückwerfen? Main Article. Lass uns mal gucken. Nee, das hatten wir jetzt. Was? Zweimal hatten wir das. Oh, so ein Furnace. So. So, dann machen wir als erstes so. Dann machen wir so und gehen weiter Pace. Schon wieder? Jesus Christ. Also zweimal war dieses Kartencast schon in der sechsten Kartencast-Woche. Ne, zweimal mit dieser. Kann er denn nicht lesen? Lakai, Diener, Soldaten der eisigen Finsternis, folgt den Ruf von Kel'Thuzad. Warte mal, er hat den 10 nächste Runde. Ja. Tschüss. So, und dann spielen wir ihn hier. Und weiter Face. Bam. So, da haben wir dann jetzt schon mal 9 Schaden als Zauber. Damit könnten wir eigentlich nächste Runde fertig machen. Schauen wir mal. Shadow Flame? Dream. A Dream hat er da. Gibt es Ärger? Wayne. Obwohl, er kann jetzt unseren Schleimi wegmachen. Und, oh nee, warte mal, wir haben gewonnen. Haha! GG MFO! Bam! Mensch, das ging ja doch denn, da war glaube ich das Deck erstellen länger als das eigentliche Spiel. Gut, und damit hätten wir dann das Kartenchaos auch abgehakt. Ich will da jetzt auch nicht noch den, das Ganze jetzt noch länger breit treten. Schauen wir uns mal das Deck an. Bam. Warte mal, Gold und Episch, das sind 400, ne? 400 Stahl? Ah,
Erstmal so 35 Staub von den anderen Karten. Und dann... Was? Ach, da ist er. 400 Staub, yay! Damit können wir eine fehlende Epic herstellen. Können wir hier schon mal umstellen auf alten Götter. Episch. So, MS. Lad hin hier. So, ja, ich muss hier nebenbei noch meine Tabelle aufmachen. Und wir wollten ja jetzt, glaube ich, mit den Klassenkarten, also die Klassenkarten erstmal auffüllen. Wok neutral, Wok Klassenkarten. Und da haben wir ja beim letzten Mal auch aus einem Pack, oder war das in der Arena? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Da haben wir ja hier die Paladin, zweite verbotene Heilung gekriegt. Und das nächste wäre jetzt Magier in meiner Liste und den zweiten Forbidden Flame. Bam. Und dann haben wir noch 200 Staub über und können dann demnächst eigentlich noch eine Karte herstellen. So, Forbidden Flame, 2 eintragen. So, und damit fehlen uns noch 8 Klassen Epics. Das heißt, wenn wir 8 mal 4, 3200 Staub und 6 neutrale sind 2400, macht zusammen 5600 Staub. Eieieiei. Ja, also es ist noch ein bisschen hin, bis wir die ganzen Epics haben. Ich denke mal, da wird eher die neue Kartenerweiterung oder die nächste Kartenerweiterung rauskommen, bevor wir die Epics zusammen haben. Und von den Legendaries will ich gar nicht erst anfangen. Kann ich ja nochmal kurz auf meine Gesamtübersicht gehen und hier nebenbei ein bisschen rumklickern. Ja, ich habe schon wieder tagelang nicht gespielt. Die Quests sammeln sich hier. Also Wok Epic Legendaries fehlen mir noch 16 Stück. Also das sind noch mächtig viel. Noch mächtig viel Staub. Ja, insgesamt fehlen nur noch 51 Karten. Für eine komplette Sammlung. Aber davon sind abgezogen, also die Epics abgezogen, der Rest alles Legendaries. Also das kann sich nur um Jahre handeln. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle wieder Schluss und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, euer Znaf. Bye, bye.